Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Trek Armada. Ja, in der letzten Folge haben wir die letzten beiden Missionen der Föderationskampagne durchgezogen. Es sind ja auch nur 4 Stück gewesen, die uns einfach nur mal ein bisschen gezeigt haben, wie das Spiel so richtig funktioniert, was wir machen können. So, und ich würde sagen, dann fangen wir gleich mal an zu den Toren von Stovokor. Und wir starten in die Klingonen-Kampagne rein. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut. Und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Für das Reich. Informieren Sie die Schiffswerften, dass sie ihre Produktion erhöhen müssen. Das war nur der erste Angriff. Wenn die Borg zurückkehren, werden sie stärker sein. Klingonenkrieger, sorgen wir dafür, dass sie sich in ihren Liedern an diesen Tag erinnern. Ja, ich bezweifle, dass die Borg irgendwelche Lieder singen. Ziele: Zerstören Sie die Borg in diesem Sektor, schützen Sie die klingonische Sternbasis, Martok muss überleben. Tipp: Bauen Sie eine Werft, um mehr Einheiten zu produzieren. Alles klar, wir zoomen erstmal wieder raus. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier alles. Okay, das sind alles... Unsere Basis wird angegriffen. Das sind hier die alles... Schlacht hat begonnen. Kampfschiffe. Die... Das wird unser großer Tag. Nehmen wir auch mal so da hinten. Ist erstmal alles soweit ganz gut verteidigt. Gut. Dann bauen wir. Hier ist gleich eine Werft. Ah, jetzt muss ich wieder gucken, wie war denn das jetzt hier? Schiffswerft. Gut, die Anordnung ist zum Glück sehr ähnlich. Nugnee, okay. Nugnee. Ja, die Bird of Praise, die schicke ich einfach mal. Unsere Basis wird angegriffen. Zur Erkundung. Weil wirklich kampfstark sind die nicht, als dass die mir jetzt viel bringen. Da sind sie als Erkundungsschiffe wie die Shuttles der Föderation dann doch besser. Die Geschütze, die ballern gut rein. Da kann man nichts sagen. Was haben wir denn hier? Ist das eine Sensorenstation? Ich glaube schon. Bereit zum Kampf. Die Schlacht hat begonnen. Vernichtet die Feiglinge. Wo ist der Feind? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn, der Feind? Ah, oh, ist das laut. Alles klar, dann bauen wir hier noch ein Transporter quasi. Sensorenphalanx, was haben wir? Disruptorkanone, Waffencenter. Okay, das werden wir brauchen. Damit wir nämlich alles bauen können, was uns das Spiel so zu bieten hat. Hier könnt ihr nicht bauen. Willst du mich verarschen? Ist mir der verkackt dahin. Da kannst du da bauen. Ja, ich wünsche dir auch ganz viel Gesundheit. Erschaffen Sie uns Antrieb. Unsere Basis wird angegriffen. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen viel. Ach, die haben diesen Assimilationsstrahl. Das ist mies. Das ist mies. Aber die Verstärkung kommt ja schon. Die Schlacht hat begonnen. Hier oben kommen sie. Oh, Borg-Kubus. Okay. Sehr gut. Alles klar. Neue Station ist fertig. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Für Kales. In den Kampf. Unsere Basis wird angegriffen. Hey. Hey, Lichtblechler da. Alles klar. Ich schicke erstmal alle kurz zur Reparatur. Mal, bevor er tot ist. Entschuldigung. So, was haben wir denn hier? Einmal Kommandoteam. Naja. Polaron-Torpedo. Oh, das klingt gut. So, das sind Watcher-Klasse. Was können die? Sojek-Kommandoteam. Ah, naja. Was war das jetzt? Nur den Mutigen gebührt das Gute. Ah, ja. Bereit zum Kampf! Da hat sich jemand stationiert. Das mag ich ja gar nicht. Das ist gut, denn wir haben nämlich einige Schiffe verloren.
Sehr gut. Fangen wir mal an. Okay, du gehst bitte darüber. Da bauen wir einfach nochmal eine Station und dann ist das in Ordnung. Alles klar. Was ich halt immer gerne mache, das große Kommandoschiff nehme ich immer gerne raus und lasse es zu Hause in Sicherheit. Das ist mir lieber, als wenn ich es dann aus Versehen verliere. Denn das kann nur wirklich keiner wollen. So. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Na, dann ist ja gut. Wir sind mutig und das Gute gebührt uns dann also. So, dann bauen wir hier nämlich. Na. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Stehst da ein bisschen ungünstig. Gut, so. Sofort. Dich dübel ich nämlich dahin. Stationsbau wurde begonnen. Na. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Dann schauen wir uns mal um. Die Watchers sind in der Serie zwar gute Schiffe, aber hier im Spiel sind sie nicht so stark, wie man es aus Serie und Film kennt. Sehr gut. So, gleich zerstören. Sehr gut. Na gut, mit dem Bock hat man natürlich auch schwere Gegner. Bereit zum Kampf! Bereit zum Kampf! Oh, sieht aber ganz gut aus. So, das ist da. Okay, damit kommt. Meine Station kommt da klar. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Das ist gut so. Ja, der Bockkubus, der kann da auch nicht so viel ausrichten gegen eine Raumstation. So, gleich nochmal Schiffe nachproduzieren. Denn was man hat, hat man. Nur was man nicht hat, kann man nicht einsetzen. Sehr gut. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Irgendwo hier wird er schon sein. Bereit zum Kampf! Bereit zum Kampf! Okay, da kommen wir nicht durch. Dann fliegen wir mal dahin. So. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Oh, keine Schäden. Sehr gut. So, dann bauen wir uns gleich ein zweites Team auf. Das mache ich immer gerne, damit man mal ein bisschen was hat, womit man arbeiten kann. So, was ist das? Tachyon entdeckte. Ja, nutze ich eh nicht. Bird of Praise. Nee. Lohnt nicht. Die Schlacht hat begonnen. Für Kales! Ja, ein bisschen was brauche ich, weil wenn ich da in der Basis der Borg reinmarschiere, dann braucht man schon ein bisschen mehr als gerade mal 8 Schiffe. Unsere Basis wird angegriffen. Na, den knackst du ja wohl. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Kabum. Sehr schön. Okay, was. Oh, kommt gleich ein Kubus. Naja, die wollen es wissen. Ja, hat sich schon nicht mehr gelohnt. Ah, dass die Effekte immer so laut sein müssen. Naja. So ist es nun mal. Das Schöne ist, die Schiffe reparieren sich auch zwischendurch selber ein bisschen. Oder? Nö, doch nicht. Ah, hab ich gedacht. Naja, mein Gott. So, dann begebt ihr euch auch mal da hoch. Neue Schiffe werden ja gleich nachproduziert, das finde ich gut. Aber du kannst ja mal kurz zur Reparatur. Hier sieht soweit alles gut aus.
zum Kampf! Bereit zum Kampf! Oh, ballert ganz gut. Bereit zum Kampf! Kabum! Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Bereit zum Kampf! Wo ist der Feind? Ah, die für Kales. Lotten muss man jetzt hin und her ein bisschen switchen. Für Kales! Also nicht wundern, wenn bereit die andauernd ihren tollen für Text Kales. Rufen. Die Schlacht hat begonnen. Sehr gut. Okay. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Hey, ja, ist ja bereit gut. Bereit zum Kampf! Bereit zum Kampf! Na, was haben wir denn hier? Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Bereit zum Kampf! Oh, Bockhubers. Schlecht, schlecht, schlecht. Bereit zum Kampf! Nur den Mutigen gebührt das Gute. Für Kales! Na? Na, ihr bitte auch. Chaos. Ja, Chaos können wir. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Bereit zum Kampf. Für Kales. Bereit zum Kampf. Na, das läuft doch bis jetzt ganz tutti. Für Kales. Die Schlacht hat begonnen. In den Kampf. Für Kales. Die reagieren aber nicht immer so gut. Für Kales. Hält mir gerade mal auf. Das Spiel mag das hin und her switchen anscheinend nicht. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Bereit zum Kampf. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Ob hier nicht noch was ist. Ihr kommt doch alleine mal kurz klar. Sehr gut. Aber das war, glaube ich, die Produktionsmatrix. Ah ja. Verursachen Sie Chaos. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Bereit zum Kampf. Für Kales. Für Kales. Die Schlacht hat begonnen. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Also, wenn ihr mal bitte automatisch auch gleich auf das Kampfschiff gehen würdet, wäre das optimal. Bereit zum Kampf! Verursachen Sie Chaos! Verursachen Sie Chaos! Das Problem ist, du musst halt auch alles zerstören hier. Für Kales! Im zweiten Armada gibt es auch die Möglichkeit, ich glaube, 4 oder 8 Kuben zusammen zu so einem Superkubus zu transformieren. Okay, da höre ich ein bekanntes Nur Geräusch. Den Mutigen gebührt das Gute. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Bereit zum Kampf. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Soundbug ist, aber... Nur den Mutigen gebührt das Gute. Bereit zum Kampf. Na, fliegen die einfach weiter. Schaffen Sie uns Antrieb. Die Schlacht hat begonnen. Hä? Sehr gut. Assimilierte Klingonenschiffe, das mag ich ja gar nicht. In den Kampf. Für Kales. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Bereit zum Kampf. Ja. Nur den Mutigen paar Schiffe gebührt haben wir verloren. Loren. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Bereit zum Kampf. Bereit zum Kampf. Hm. Mal kurz umformen. Bereit zum Formatieren. Kampf. Formieren. Das ist eine Produktionsmatrix, oder? Ja. Bereit zum Kampf. Bereit zum Kampf. Na, vernichtet komm. Die Feiglinge. Ja, ich glaube, die Borgs sind vieles, aber nicht unbedingt feige. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Ja, also ich merke es, beim Hin- und Herschalten der Einheiten kann das Spiel gar nicht so schnell mithalten immer. Bereit zum Kampf! Ja. Bereit zum Kampf! Drei Schiffe.
Damit wir die zweite Einheit auch voll haben. Irgendwie mal da hoch. Wo ist der Feind? Dann reduzieren wir gleich nochmal welche nach. Ja, so ist das hübsch. Für Kales. Euch geht soweit gut, nur was mit dir? Das Gute. Oh. Ah ja, die assimilieren ja meine Besatzung immer so gerne. In den Kampf. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Bleiben jetzt erstmal da. Sehr gut. Gut. Dann haben wir die zweite Flotte nur auch wieder voll. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Bereit zum Kampf. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Für Kales. Verschaffen Sie uns Antrieb. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Die Schlacht hat begonnen. Okay, du kommst von da. Vielleicht bereit heißt das ja was. Für Kales. Sehr gut. Ah ja. Zum Kampf. Vernichtet die Feiglinge. Bereit zum Kampf. Ja, sonst hätte ich mir in der Mission eigentlich weit mehr Zeit gelassen. Bereit zum Kampf. Mist. Das wird jetzt heftig. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Bereit zum Kampf. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Na komm. Bereit zum Kampf. Warte mal, was macht das eigentlich hier? Polaron-Torpedo. Stattet ein Polaron Schilde eines feindlichen Schiffes durchdringt und das System außer Gefecht. Ah! Okay, okay. Das sollte ich mir mal merken. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Immer schön eins nur nach dem anderen. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Für Kales. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Immer erst die Verteidigung. Damit wir möglichst wenig Schaden nehmen. Technologieknoten nachher. Bereit zum Kampf. Und Technologieknoten machen die ihre Forschungen. Sehr gut. Wo ist der Feind? Bereit zum Kampf. Hallo? Bereit zum Kampf. Verschaffen Sie uns Antrieb. Ah ja. Bereit zum Kampf. In den Kampf. Vernichtet die Feiglinge. Für Kales. So, ihr kommt gleich hinterher. Sehr gut. Sehr gut. Na, läuft doch. Zum Kampf! Für Kales! Na, greift doch gleich an! Für Kales! Für Kales! Die Schlacht hat begonnen! Nur den Mutigen gebührt das Gute! Ja, immer so zwei, drei Truppen dabei zu haben, ist, glaube ich, immer noch mit das Beste. Gerade wenn man eher schwächere Schiffe hat. Nur den Mutigen gebührt das Gute! Für Kales! Verschaffen Sie uns Antrieb! Was da manchmal doof ist, wenn du dann ewig suchen musst, bis du irgendwo den letzten kleinen Gegner gefunden hast. Bereit zum Kampf! Sehr gut. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Toast Ovocor! Nee, warte mal, leg mal da rein. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Wo ist der Feind? Nur den Mutigen gebührt das Gute. Könnte noch was sein. Hier geht's ja irgendwie rein. Bereit zum Kampf. Nö. Anscheinend nicht. Verschaffen Sie uns Antrieb.
Wo ist der Feind? Gut, dann machen wir die gute alte Taktik. Aufteilen und dann suchen und zerstören. So, aber das meiste... Genau, dann nutze ich dann immer das. Sehr gut. Dann fliegen die automatisch, suchen alles ab und zerstören, was sie finden. Bereit zum Kampf! Verschaffen Sie uns Antrieb! Okay, durch den Nebel zu sehr beschädigt worden, oder was? Bereit zum Kampf! Das ist schlecht. Ah, na, guck mal. Nur den Mutigen gebührt das Gute. Hier scheint ja gar nichts mehr zu sein. Nach einer Weile kommen teilweise hier auch Ferengi und schleppen dann die Schiffe ab. Ey, das ist so. Naja. Nett gemacht. In diesem Sektor wurden zerstört. Damit gehört dieser Tag uns. Kontakten Sie die Heimatwelt. Finden Sie heraus, warum die Unterstützung nicht eingetroffen ist. Und schicken Sie eine Nachricht an die Föderation. Informieren Sie sie, dass Kanzler Martok die Borg aus dem Gamma-Eridon-System vertrieben hat. Ja, und jetzt merkt man auch, die Missionen werden jetzt auch länger als in der Föderationskampagne. Der innere Feind. Ja, aber sparen wir uns, denn die Mission machen wir in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr, aber Hauptsache ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty, ciao, ciao.